lehrten dich versammelt im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch. Liebe Schwestern und Brüder, wenn wir uns sonntags zur Eucharistiefeier versammeln, kommen wir, um Jesus auch im Leid, Tod und Auferstehung zu feiern. Er will uns den Weg zu Gott eröffnen. Wie den Jüngern damals ist auch uns häufig dieses Leben nicht immer leicht verständlich. Jesus ist der Diener aller geworden und lädt uns zur Dienstgemeinschaft für unsere Mitmenschen ein. Er wartet darauf, dass wir mitgehen und mittragen. Und für den Gottesdienst heißt das mitfeiern, mitbeten und mitsingen. Dann eröffnet er uns sein Geheimnis. Der allmächtige Gott erbarme sich unser. Er lasse uns die Sünden nach und führe uns zum ewigen Leben. Lasset uns beten. Heiliger Gott, du hast uns das Gebot der Liebe zu dir und unseren Nächsten aufgetragen, als Erfüllung des ganzen Gesetzes. Gib uns die Kraft, dieses Gebot treu zu befolgen, damit wir das ewige Leben erlangen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Lesung aus dem Jakobusbrief. Schwestern und Brüder, wo Eifersucht und Streit herrschen, da gibt es Unordnung und böse Taten jeder Art. Doch die Weisheit von oben ist erstens heilig, sodann friedfertig, freundlich, gehorsam, reich an Erbarmen und guten Früchten. Sie ist unparteiisch, sie heucht nicht. Die Frucht der Gerechtigkeit wird in Frieden für die gesät, die Frieden schaffen.
Woher kommen Kriege bei euch? Woher Streitigkeiten? Etwa nicht von den Leidenschaften, die in unseren Gliedern streiten? Ihr begehrt und ihr haltet doch nichts. Ihr mordet und seid eifersüchtig und könnt dennoch nichts erreichen. Ihr streitet und führt Krieg. Ihr erhaltet nichts, weil ihr nicht bittet. Ihr bittet und empfangt doch nichts, weil ihr in böser Absicht bittet, um es in euren Leidenschaften zu verschwenden. Wort des lebendigen Gottes. Das Evangelium hat Gott uns berufen zur Herrlichkeit Jesus Christi, unseres Herrn. Sei mit euch. Bitte dein Gott. Aus dem Heiligen Evangelium nach Markus. Ehre sei dir. In jener Zeit zogen Jesus und seine Jünger durch Galiläa. Jesus aber wollte nicht, dass jemand davon erfuhr, denn er belehrte seine Jünger und sagte zu ihnen: Der Menschensohn wird in die Hände von Menschen ausgeliefert und sie werden ihn töten. Doch 3 Tage nach seinem Tod wird er auferstehen. Aber sie verstanden das Wort nicht, fürchteten sich jedoch, ihn danach zu fragen. Sie kamen nach Kapernaum. Als er dann im Haus war, fragte er sie: Worüber habt ihr auf dem Weg gesprochen? Sie schwiegen, denn sie hatten auf dem Weg miteinander darüber gesprochen, wer der Größte sei. Da setzte er sich, rief die 12 und sagte zu ihnen: Wer der Erste sein will, soll der Letzte von allen und der Diener aller sein. Und er stellte ein Kind in ihre Mitte, nahm es in seine Arme und sagte zu ihnen: Wer ein solches Kind in meinem Namen aufnimmt, der nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, der nimmt nicht nur mich auf, sondern den, der mich gesandt hat. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Das machen wir gemeinsam. So lautet das diesjährige Motto der Caritas-Kampagne. Darum geht es auch in der folgenden Geschichte, die einerseits darauf hinweist, wie zähflüssig und mühsam der Weg zu solidarischem Handeln sein kann und andererseits, welche Freude und Bereicherung aus gesellschaftlichem Zusammenhalt erwachsen kann. Die Geschichte heißt die Steinsuppe. Es war einmal vor langer Zeit irgendwo in Europa, da herrschte eine große Hungersnot.
Die Menschen horteten missgünstig alles Essbare, was sie finden konnten, und versteckten es sogar vor ihren Freunden und Nachbarn. Eines Tages kam ein Hausierer mit seinem Wagen in ein Dorf, verkaufte dort einige seiner Waren und begann den Leuten Fragen zu stellen, wodurch er den Anschein erweckte, er wolle über Nacht bleiben. Es gibt in der ganzen Gegend keinen Bissen zu essen, sagte man ihm. Es wäre besser, sie würden weiterziehen. Och, ich habe alles, was ich brauche, sagte der Hausierer. Eigentlich hatte ich mir gedacht, ich mache eine Steinsuppe und lade euch alle dazu ein. Er hob daraufhin einen eisernen Kessel von seinem Wagen, füllte diesen mit Wasser und machte ein Feuer darunter. Dann nahm er feierlich einen schlichten Stein aus seiner Samttasche und legte ihn in das Wasser. Mittlerweile waren die meisten Dorfbewohner auf dem Platz erschienen und schauten aus ihren Fenstern, weil sie das Gerede über das Essen gehört hatten. Als der Hausierer an der Suppe schnüffelte und freudiger Erwartung über seine Lippen fuhr, begann der Hunger, das Misstrauen der Dorfbewohner zu besiegen. Ach, sagte der Hausierer recht laut zu sich selbst, ich liebe eine schmackhafte Steinsuppe. Natürlich, eine Steinsuppe mit Kohl, das wäre sicherlich kaum zu übertreffen. Kurz darauf eilte einer der Dorfbewohner herbei, der einen Kohl aus seinem Versteck in der Hand hielt und legte diesen in den Kessel. Großartig, rief der Hausierer. Wissen Sie, einmal hatte ich sogar eine Steinsuppe mit Kohl und einem Stück Bökelfleisch darin. Das war eines Königs würdig. Der Dorfmetzger besorgte daraufhin etwas Bökelfleisch. Und so ging es dann mit Kartoffeln, Zwiebeln, Möhren, Pilzen und so weiter. Bis tatsächlich ein köstliches Mahl für alle da war. Die Dorfbewohner boten dem Hausierer eine Menge Geld für seinen magischen Stein, doch er lehnte ab und zog am nächsten Morgen weiter. Von dieser Zeit an, noch lange nachdem die Hungersnot vorbei war, dachten die Leute an die köstliche Suppe, die köstlichste Suppe, die sie jemals gegessen hatten. Liebe Gemeinde, vielleicht werden jetzt einige denken, was ist das für eine sonderbare Geschichte? Sind Menschen wirklich so, dass sie sich von einem Hausierer verführen lassen und es schließlich als ein großes Glück ansehen, eine so köstliche Suppe gegessen zu haben? Oder geht es gar nicht um die Suppe, sondern um das gemeinsame Tun und Erleben? Wer immer nur auf sich selbst sieht und für sich selbst der Größte ist, der wird den anderen nicht sehen und Gemeinsamkeit nicht erleben. Wer aber sich in die Gemeinschaft einbringen kann und Diener der anderen wird, wird erleben, dass dieses Tun Bereicherung für das Leben ist. Und damit bin ich bei Jesus und dem heutigen Evangelium. Wer der Erste sein will, soll der Letzte sein und der Diener aller. Und er soll nicht nur ein Kind aufnehmen, sondern in jedem, den er oder sie aufnimmt, nimmt er Christus auf. Das machen wir gemeinsam. Gott traut es uns als Einzelne und in Gemeinschaft zu, im Sinne seiner Nächstenliebe zu handeln und Not zu lindern. Wir alle können Caritas leben, wenn wir auf Menschen zugehen, die eher alleine sind und ihnen sagen, du gehörst dazu. Wenn wir aufmerksam für die Not der anderen sind, uns ihnen zuwenden und verdeutlichen, ich höre dir zu. Wenn wir zu den Mitmenschen sagen,
ich rede gut über dich. Wenn unser Gegenüber Anteilnahme und Unterstützung benötigt und mein Handeln verdeutlicht, ich gehe ein Stück des Weges mit dir. Wenn wir auf dem Weg zum Mitmenschen uns auf den Weg zum Mitmenschen machen und ihm sagen, ich besuche dich. Wenn wir unseren Glauben aussprechen können und sagen, ich bete für dich. Wenn durch unser solidarisches Verhalten und Handeln deutlich wird, ich teile mit dir. Gott rechnet mit jedem und jeder von uns. Gott rechnet mit unseren Gaben und Talenten. Gott rechnet mit uns eine große Gabe und Aufgabe. Das machen wir gemeinsam. Jesus Christus ist in die Welt gekommen und hat unser Leben geteilt. Er ist zum Diener aller geworden und hat uns ein Beispiel gegeben, wie auch wir einander dienen sollen. In seinem Namen wollen wir den Vater bitten. Erhalte in der Kirche den Geist der dienenden Liebe. Guter Gott, wir bitten dich, erhöre uns. Stärke die Mitarbeiter in den karitativen und diakonischen Einrichtungen, die sich aus dem Glauben für die Menschen einsetzen. Guter Gott, schenke denen, die in unserer Gesellschaft nicht geachtet werden, deine Nähe und lasse sie deine Hilfe erfahren. Guter Gott, erbarme dich die missbrauchten und die verführten Kinder und heile ihre Verwundungen. Guter Gott, bitte dich, Herr. Sei den Hungernden und den Notleidenden in der Welt nahe und lasse sie tätige Hilfe durch die Weltgemeinschaft erfahren. Guter Gott, steh all unseren Verstorbenen bei. Besonders, wir beten für unsere zuletzt Verstorbene, Manfred Mühlenhoff, Gertrud Uthmann, Jutta Hagemeyer, Christel Lobemeyer. Damit sie die Seligkeit des himmlischen Lebens erfahren. Guter Gott, dir, unserem Vater, vertrauen wir unsere Sorgen an. Du hast uns fähig gemacht, in der Nachfolge deines Sohnes mitzuwirken am Heil der Menschen,
damit alle zu deiner Familie versammelt werden und dich preisen durch ihn Christus, unseren Herrn. Amen. Die Kollekte ist heute für die Caritasarbeit in der Gemeinde und im Bistum bestimmt. Herr, unser Gott, nimm die Gaben deines Volkes an und gib, dass wir im Geheimnis der heiligen Eucharistie empfangen, was wir im Glauben bekennen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Der Herr sei mit euch. Erhebet die Herzen. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Wir danken dir, Vater im Himmel, und wir rühmen dich durch unseren Herrn Jesus Christus. Denn durch seine Geburt hat er den Menschen erneuert, durch sein Leiden unsere Sünden getilgt, in seiner Auferstehung den Weg zum Leben erschlossen und in seiner Auffahrt zu dir das Tor des Himmels geöffnet. Durch ihn rühmen dich deine Erlösten und singen mit den Chören der Engel das Lob deiner Herrlichkeit. Ja, du bist heilig, großer Gott, du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum kommen wir vor dein Angesicht und feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche den ersten Tag der Woche als den Tag, an dem Christus von den Toten erstanden ist. Durch ihn, den du zu deiner Rechten erhöht hast, bitten wir dich. Sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf,
nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nachtmahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihm seine Jünger und sprach: Nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir. Lassen wir, bis du kommst in die Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deine Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe, vereine mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Felix und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen und mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Gedenke unsere Brüder und Schwestern, die entschlafen sind, in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird, in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria. Wir ehren ihren Bräutigam, den heiligen Josef, mit deinen Aposteln und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben, von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn, Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Lasst uns beten, wie der Herr uns zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erde. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlöses, Jesus Christus, erwarten. Denn dein ist das Reich, die Kraft und die Herrlichkeit. Der Herr hat zu seinen Aposteln gesagt: Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Dasselbe bitten wir. Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei alle Zeit mit euch. Gebt einander ein Zeichen des Friedens. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt. Erbarme dich unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt. Erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt. Gib uns deinen Frieden. Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht jüdisch, dass du eingehst in meinen Tag. Aber ich sprich nur ein Wort, so wird meine Seele. Lasset uns beten. Allmächtiger Gott, du erneuerst uns durch deine Sakramente. Gewähre uns deine Hilfe und mache das Werk der Erlösung, das wir gefeiert haben, auch in unserem Leben wirksam. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Der Herr sei mit euch. Es segne euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend und geht hin in Frieden. Dank sei Gott, dem Herrn.